Leute, wir sind hier gerade im Backstage-Bereich der größten Arena in ganz Köln. Denn wir haben die komplette Arena heute für uns alleine gemietet, um Scheiße zu bauen, um Eishockey spielen zu lernen. Und ich habe geistkranke Geheimnisse aufgedeckt. Und ich habe noch nie in meinem Leben Eishockey gespielt. Ich kenne mich null aus. Das dachte ich auf jeden Fall. Währenddessen ich aber das Video gedreht habe, hat Levin ein ganz anderes Video gedreht. Und zwar hatte er mein komplettes Wohnzimmer in der Zeit zerstört. Er ist in massenweise Speditionen an meine Wohnung gefahren, haben Paket nach Paket hingeliefert, um mein Wohnzimmer wirklich komplett zu zerstören. Und ich war währenddessen am Video drehen. Das wird eine böse Überraschung. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir sind hier irgendwo unter der Arena gerade in den Katakomben. Wir haben uns komplett verlaufen. Den Eingang nicht gefunden, sind da irgendwo im Backstage rumgelaufen und in irgendwelche Räume reingegangen, die wir auf gar keinen Fall reingehen hätten dürfen. Wir machen es. Das war aber nicht richtig hier. Oh mein Gott, wir sind da. Let's go. Junge. Leute, guckt euch das an. Komplett für uns alleine. Das erste Mal nach 5 Jahren wieder auf Eis. Ich bin gespannt. Okay, ungewohnt, aber man kennt es. Ah, doch, man kennt es, aber man kann es noch. Okay. Dieser Laut da, was geht? Hörst du, ich höre dich nicht. Ich kann dich nicht hören. So, halt dein Schnauze. Okay, Freunde, ich bin jetzt Profi-Eishockeyspieler. Mhm. Der einzige Grund, warum Sven mitgekommen ist, ist, weil er morgen ein Date hat. Er hat morgen ein Date auf Eis und deswegen muss er jetzt ein bisschen üben. Lass mal so proben, als ob ich jetzt eine Dame bin. Boah, das ist romantisch. Ich muss gar nicht. Ich will es jetzt schon wie ein Schwein. Sven hat morgen ein Date auf Eis. Und du musst jetzt dein Date nachstellen, doch. Oh, Sven, gute Leistung. Sven, jetzt zieh den Stock aus dem Arsch. Die Hose ist gleich runter. Oh, Digga. Ey, so soll das auf dem Date nicht aussehen, Bro. Währenddessen wir da Spaß haben, ahnte ich nicht, was gerade währenddessen in der Wohnung abgeht. Levin war gerade dabei, Tüte nach Tüte aufzureißen und einen Schaden anzurichten, der sehr, sehr lange, sehr lange brauchte. Ich habe währenddessen Tipps vom Profi bekommen, wie ich richtiger Eishockeyspieler werde und bin richtig krass gewesen. Und es gab auch schon die ersten Unfälle, die ins Krankenhaus mussten. Ich wusste, dass hier einer im Krankenhaus landen wird. Das ist wirklich. Wir haben den ersten, der ins Krankenhaus kommt. Der Geist hat wieder ganz gedauert. 10 Minuten. Und an der Stelle wäre der Prank für Levin sogar fast vorbei gewesen, weil wir meinten, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben richtig Angst bekommen, weil der Arm war komplett am Arsch und ich hatte Angst, dass mir das Gleiche passiert. Also es ist Zeit zu gehen, glaube ich. Die Arme sehen irgendwie so aus, Digga. Er ist so ganz normal leicht hingefallen, ne? Ich gehe, glaube ich, jetzt nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Ich hätte dann alles gesehen, ohne dass es fertig war. Aber ich kam dann noch auf eine glorreiche Idee und ich wollte das schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mit Unterhose über das Spielfeld fahren. Schneeengel! Let's go! Komm! Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber uns war arschkalt und wir wollten wieder nach Hause gehen und Levin war wieder nicht fertig. So, Freunde, wir gehen jetzt nach Hause, die Maschine kommt. Ist ja wieder alles zerstört worden. Aber dann habe ich was entdeckt. Ich glaube, ich habe das krankeste Versteck gefunden, was es von allen Verstecken hier gibt. Hier ist alles normal und dann auf einmal ist hier offen. Ich kann nicht mehr. Man kann hier einfach reingehen unter die... Oh mein Gott, ich bin unten. Hier sitzen die ganzen Pros der Leute. Was steht da? Fofin? Okay. Okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das denn hier, ey? Oh, Alter. Junge, wo bin ich? Ich hoffe, ich finde das hier wieder zurück. Das ist gerade geisteskrank. Mir wurde vorhin erzählt, dass hier jemand einfach 3 Jahre lang gewohnt hat. Hier hat sich einfach jemand versteckt hier in den Katakomben. Oh mein Gott, hier ist einfach ein Stuhl. Also stellt euch mal vor, hier unter der Arena hat einfach ein Zuschauer irgendwie hat es geschafft, sich hier reinzuschleichen. Ein Obdachloser und hat dann hier einfach 3 Jahre lang gewohnt. Das ist so krank. Das ist auch sehr gruselig gerade. Ach du Scheiße, das ist eine Leiter. Das ist eine Leiter. Oh, Leute. Wie soll ich das tun? Oh mein Gott. Wo bin ich denn? Ein. Ist das krank? Nur zum Verständnis, ich bin gerade genau unter den Tribünen, irgendwo im Nirgendwo und ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder wegkommen soll. Ich bin gerade irgendeine Treppe hochgelaufen, durch irgendwelche Wände, unter der Tribüne, Junge, hier ist die Tribüne. Ich hoffe einfach so sehr, dass das hier nicht einbricht. Ich habe es dann irgendwie geschafft, da lebend rauszukommen und es war endlich Zeit, nach Hause zu gehen. Ich war wirklich lange dort und Levin war leider fertig. Schaut nach dem Video unbedingt bei Levin auf dem Kanal vorbei, es ist absolut krank. Da seht ihr, wie er es gemacht hat und wie ich darauf reagiert habe. Ich war einfach nur komplett schockiert. Ich komme ganz normal nach Hause. Wir haben den ganzen Tag gedreht, komplett müde, wollte einfach nur schlafen. Levin war noch in meiner Wohnung, hat auf den Hund aufgepasst. Ja, mega! Yeah! Ja, mega! Danke dir! Meine ganzen scheiß Gläser sind voll gesprayt mit irgendeiner Kacke, Junge. Ich kann das hier nicht mehr. Aber wenn die Scheiße schon im Wohnzimmer ist, will ich auch wenigstens was mitmachen. Ich habe so viel Scheiße damit noch gebaut. Und wenn ihr wissen wollt, wie lange es gedauert hat, es wegzumachen und ob Levin mir geholfen hat, dann schaut jetzt weiter. Ja. Wolltest du nicht haben über dein Weihnachtsgeschenk, Digga? Ja. Bruder, Weihnachtsgeschenke sollen normalerweise was Gutes sein. Das Ding ist, Leute, ich denke mal, du wirst es ja wieder alles wegräumen, ne? Auf gar keinen Fall, ich habe morgen einen Termin. Bruder, das sagt er die ganze Zeit, aber er 100% macht der Joke. Also wenn du jetzt wirklich nach Hause fährst und mich so hier lässt und ich will es aufräumen, Digga, dann bist du am Arsch, dann bist du komplett am Arsch. Junge,
kauft Helgam, Freunde. Das muss ich mir diesen Lohn für mich. Komm mal, wir sind Helgam-Werbung hier. So! Warum hast du dich aufgehalten? Er geht unter. Flash, warum hast du das nicht aufgehalten? Du dummer Idiot, du hättest dich aufhalten müssen, wenn ich weiß. Ich wurde überrascht mit dem kompletten Raum. Wir haben ausgerechnet 50 Millionen. 50 Millionen Kugeln, mega, danke dir nochmal. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Runde Hide and Seek hier drin. Ihr vier müsst euch hier verstecken und wenn ich als letztes finde, dann kriegt 100 Euro. Flash und ich werden euch suchen. Die Schnüffelnase von ihm hilft mir ein bisschen. Okay, 3, 2, 1, go! Alter, man sieht ja gar nichts, Digga. Flash! Flash, du! Warte, Flash, nicht so schnell! Mal schauen, wen ich als erstes finde. Hä? Man merkt es ja gar nicht. Flash, schnüffel jemand. Weißt du was? Wir machen mal ein kleines Risikospiel. Spring einfach mal rein! Traut sich jemand noch drin zu bleiben? Ich spring jetzt einfach mal rein! Von der Schaukel aus. Traut ihr euch da zu bleiben? Ich spring jetzt rein! Flash, komm hoch! Komm auf mich drauf! Okay, du bist das hier. Wie kann man sich hier so gut verstecken drin, Alter? Krass! Ich trete jetzt hier richtig rum! Oh, ich hab was getroffen! Wer ist das hier? Komm hoch! Ich hab einen Fuß! Wer ist das? Ist er schon tot? Wer ist das hier? Da ist er! Da ist der Erste! Kann man darin nur überhaupt atmen? Okay, wir haben noch drei Kandidaten, die ich noch finden muss. Wie kann man sich hier so gut verstecken? Ich gebe euch noch einmal die Chance aufzutauchen, denn ich werde jetzt einen Sprung machen. Ich mach's keinen Sprung mehr. Ich hab nicht Angst bekommen, Digga. Ich hab so Panik bekommen, Digga. Oh, warte. Flash hat eine Spur. Flash hat eine Spur. Da ist ein Gesicht. Da ist ein Gesicht. Oh, warte mal. Da war da. Hier ist auch noch jemand. Kia. Digga, Flash ist so mit seinen Krallen über mein Gesicht gelaufen. So über mein Gesicht. Da ist er. Du hast 100 Euro gewonnen, Sven. Ja. Du hast verloren. Der Verlierer muss eine Strafe machen. Nein. Das Krasse ist, Freunde, man kann diese Dinge einfach essen. Das heißt, ich kann die einfach hier. Nein. Und deine Strafe würde sein? Sven, gib mir mal den Schlüssel. Ja, aber wie ist nee. Diese ganze Schlüssel frisst du jetzt auch. Gar keinen Fall. Fressen. Okay, so. Oh. Ich kann das nicht. Er klebt deinen ganzen Mund weg. Aber du machst ja morgen schon weg, oder? Ich mach das nicht weg, ich hab morgen Termin. Erlaubt die ganze Zeit diese Witze zu machen. Du hast keinen Termin, du machst morgen mit mir weg. Wir gehen nicht alle nach Hause. Er glaubt das halt wirklich, dass ich das weg machen werde. Ja! Nein. Oh, das wird es nie wieder, Digga. Das ist sie immer weg. Hast du es? Ein Boden. Oh Gott, der Berg wird immer größer. Ja. Nein! Ja, verdammt! Das geht jetzt schon wieder vor sich. Ja! Also dann. Er macht die ganze Zeit diese Witze, der kann das nicht ernst meinen. Also Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Schnitt dazu, wie Levin das Ganze aufräumt. Let's go. So, Freunde, nächster Morgen mal schauen, ob ich das alles nur geträumt habe. Und keine Spur von Levin, Digga. Er hat alles hier gelassen. Digga. Er meint es wirklich ernst. Er hat es wirklich einfach hier gelassen. Levin! Oh mein Gott. Wenn er jetzt wirklich nicht mehr wiederkommt, dann bin ich richtig sauer. Also wenn ich das wirklich jetzt alles selber wegmachen muss, dann wird er die größte Rache bekommen, die mein Leben jemals gesehen hat. Digga, das kann doch nicht sein Scheiß. Das ist nicht sein Scheiß Ernst. Ich mach mein Bad an. Ich mach alles an hier. Wie soll man hier bis auf Klo gehen aktuell? Hier sind überall so Plastik. Das ist wirklich geisteskrank. Also das ist wirklich eine Nummer zu viel. Ich bin richtig sauer, Digga. What the fuck? Levin kommt scheinbar wirklich nicht mehr, das heißt, du musst das nicht selber in die Hand nehmen. Ich kann nicht glauben, das ist ernst, Leute, ne? Ich hasse diesen Mann wirklich über alles. Damit ist Levin deutlich, deutlich zu weit gegangen. Ich hab's irgendwie cooler vorgestellt. Oh nein! Ich glaube, so kommen wir nicht so ganz voran. Es gibt keine Möglichkeit, das hier wegzumachen. Wir müssen uns einfach an den Alltag hier gewöhnen mit dem Ding. Das muss hier drin bleiben. Ich mach das einfach nicht mehr weg. Ich habe da eine Idee, wie wir mit dem Ding leben können. Ich hab mir jetzt ein kleines Boot besorgt. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, ja, die ist... So komm ich gut voran. Ja. Wenn ich mir was aus dem Kühlschrank holen will, mach ich jetzt einfach den hier. Das ist eine Riesenkatastrophe. Ich werde das nie was wegbekommen. Das Aufräumen hat tatsächlich über 2 Tage gedauert. Es ist absolut geisteskrank gewesen. Ihr seht draußen die Säcke. Die Säcke mussten unten die ganze Zeit gelagert werden, weil wir die Sachen nicht wegbekommen haben. Es war eine Riesenkatastrophe. Vor allem, weil überall noch so der Staub rumlag. Das Problem ist, dass überall dieser Staub hier ist. Das ist geisteskrank.
mega geil. Überall ist hier dieser Staub davon. Es ist wirklich geisteskrank. Die Müllsäcke sind auch noch mal wieder voll geworden. Oh, es geht nicht weg. Ich hatte auf jeden Fall genug Zeit, mir eine sehr, sehr gute Rache zu überlegen. Das ging zu weit. Man kann es nicht glauben, aber alles ist weg. Klar, es ist auch unaufgeräumt, weil alles hier durcheinander geflogen ist. Aber es ist alles wieder weg. Levin, das ging zu weit.